Nach dem Rücktritt von Jürgen Wirth Anderlan Anfang 2021 und Übergangslösung Renato De Dorit haben die Schützen heute ihren neuen Bundesvorstand samt Landeskommandanten gewählt. Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, denn erstmals seit 14 Jahren gab es zwei Anwärter. Aufbruchstimmung herrschte heute im Bozner Walterhaus. Nach Übergangslösung Renato De Dorit hatten die 144 Kompanien die Wahl zwischen dem Mitgründer der Freiheitlichen, Stefan Gutweniger aus Algund, und Roland Seppi aus Schaps. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen war erwartet worden. Die Anspannung entsprechend. Schließlich gaben 5 Stimmen den Ausschlag für den als gemäßigteren eingeschätzten Seppi. Ja, der Roland Seppi ist Familienvater, 3 Buben und wunderschöne Frau. Unternehmer von Beruf. Ich beliefere die Gastronomie mit Lebensmitteln. Und in der Freizeit bin ich sehr gerne in die Berge unterwegs. Der Tag begann für die Schützen mit einer Messe im Dom. Knapp 5000 Mitglieder zählen die Schützen. 750 davon sind Marketenderinnen. In sich ändernden Zeiten stehen die Schützen für die Wahrung von jahrhundertealten Traditionen und Werten. Für den neuen Landeskommandanten, einst in der SVP-Jugend zu Hause, ist die politische Marschrichtung klar. Ich trete ein für ein vereintes, freies, unabhängiges Tirol, im Verbund mit Österreich und unter dem Deckschutzmantel der EU und von Europa. Zusammenhalten und sich einen heißt nach dem knappen Wahlergebnis die Devise, um volkstumspolitisch wieder Akzente zu setzen und die Politik wachzurütteln. Der erste Schritt, eine Reaktion auf die Streitbeilegungsfeier. Ein Brief an die 2 Außenminister, ein Brief an die Landeshauptleute von der Europaregion Tirol, ein Brief an den Vertreter der UNO. Um einige Dinge aus Sicht der Schützen zu korrigieren. Einklang bei den faschistischen Ortsnamen etwa. Wir wollen da wieder mal die Thematik auf die Tagesordnung bringen, weil sie eben einer Lösung bedarf. Weil sie so nicht einer modernen, in die Zukunft gerichteten Europaregion Tirol entspricht.